So, liebe Gaming-Freunde, Nils spielt Dismantle. Ich habe den Ton jetzt mal wieder ein bisschen verändert. Ich hoffe, das ist besser wie in der zweiten Folge. So, gucken wir mal, was es hier so alles gibt. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Warum ist das hier so komisch hier? Das ist... Ich meine, aus... weil ich habe ja viel World of Warcraft Classic gespielt. Der kleine Kuschel. Doch, da gibt's wieder so einen Brüller. Schneller tot. Ja, ach der Arme. Gibt's hier... Oha! Guckt mal hier. Da stehen sie alle rum. Also wie gesagt, ich werde das jetzt nicht weiter... Ach, da bin ich reingefallen. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Ach, schade. Die Dinger sind weg. Ehrlich? Ach, ist alles voll. Ja gut, kann man nichts machen. Die Hunde, sehr, sehr viele Hunde. Das werde ich machen, wenn die Karte aufgedeckt ist. Das kannst du, da ich glaube, 200 Stunden lange nicht, um das zu spielen. Oha, guck mal. Da müssen wir mal ein bisschen schießen. Denn wenn ich da reinlaufe, bin ich definitiv besiegt. So. Und den Rest kann ich mit der Katana machen. Weil die sehr, sehr schnell ist. Die ist sehr schnell. So, liebe Gaming-Freunde, machen wir hier mal ein bisschen Platz, dass wir hier wieder weiter reinkommen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich den am besten angreife. Wichtig ist, wenn ihr diesen Feuerwerfer habt, dass ihr wirklich eine schnelle Waffe nehmt. Denn jedes Mal, wenn der getroffen wird, dann unterbricht er sozusagen seine Handlung. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Basie habt, einen Baseballschläger mit großem Rückschlag, dann habt ihr den zwar, ah, da ist ein Lagerfeuer, sehr cool. Dann habt ihr zwar den Rückschlag, aber es kann sein, dass er in der Zwischenzeit nochmal angreift. So, da ich jetzt hier, ich kann mich sogar hinsetzen ans Lager, kann ich nämlich dann alles auffüllen wieder. Das war's schon. So, jetzt gucken wir mal. Wo sind wir denn hier? Ah ja, wir sind ja hier gekommen, oder? Oha, was sind da meine Äuglein? Okay. Ach, die werden als drei, als Vierecke angezeigt. Okay. Das ist gut zu wissen. Das habe ich nicht gewusst. Dann kann ich auf der Karte... Muss ich da ein bisschen gucken, dass man da... Und das hier, genau hier... Sag mal, war ich... Nee, hier war ich noch nicht, ne? Das ist ja echt erstaunlich. So, wo wollte ich denn hin? Eigentlich wollte ich hier... Das ist eine riesen Einrichtung. Das ist einfach unvorstellbar. Okay, da haben wir ein paar Gegner und die sind richtig gut. Na, dann auf sie mit Gebrüll. Achso, das sind normale. Ich habe gedacht, das sind diese. Das waren die anderen nicht. Okay, na cool, na cool, na cool. Also allein um hier aufzuräumen. Genau den habe ich gemeint. Auch hier gilt, schnelle Waffen wählen, dann ist es sofort tot. Wenn ihr langsame Waffen wählt, dann. Okay, ein bisschen Stoff, uninteressant. Wie man hier reinkommt, keine Ahnung. Ihr seht, aha, da kann man gar nicht durch. Da kann man gar nicht durch. Was soll denn das sein? Nur zum Durch, zum Schießen? Okay, aber wie gesagt, ihr braucht da keine Angst haben. Ihr werdet für alles eine Lösung finden. Ihr müsst gar nicht hier so groß rum. Alles wird...
Alles wird gut, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Das sind alles Menschen, die wurden aufgrund eines Viruses entsprechend verändert und die sind halt hier in diese Skelette hier verwandelt. Kommt der nächste. Ne, schnelle Waffe. Und dann passt das. So, und es gibt hier leider immer noch das Problem mit der Hitze. Das ist nicht gelöst worden. Das wird aber noch gelöst. Da haben wir noch eine Dame. Tschüss. Oh, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. So. Ja, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen, dass da so ein automatisches... Weil ich die auf der Karte immer nicht sehe. Ich weiß nicht, warum. Ah ja, seht ihr? Ich gehe mal hin. Na gut. Da, genau hier. Na, ist doch kein Thema. Wenn man es weiß, kurz schießen. Komisch, dass die das nicht reagieren, ne? Das wird auch auf der Karte nicht angezeigt. Da muss man dann wirklich langsam laufen. Jetzt sehe ich das. Das wird nicht angezeigt auf der Karte. So, die Hammer. Taube, Friedenstaube, Kriegstaube. Keiner weiß es. So, tun wir das hier mal alles. Da haben wir noch einen, der ist wichtig. Seht ihr das? Da ist noch einer. So eine Schnellschussmaschine. Die müssen wir ausschalten. Deswegen seid vorsichtig, wenn ihr das Gewehr habt mit den Patronen. Also die wirklich sehr sparsam, weil ich habe nur 8 Schuss. Ich habe nur 8 Schuss. So, da war noch ein Feind. Jetzt haben wir nur noch 323 Feinde. Man muss die halt mit der Zeit alle besiegen. Ja, schaffen wir das? Ja, ja. Oh ja, cool. Die Katana ist halt sehr flink. Es gab hier jetzt irgendwo, müssen wir mal gucken, irgendwo ist noch so eine Maschine, die mich dauernd immer... Das muss hier vorne sein. Man sieht halt leider nicht so viel. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Okay, hier ist sie. Da müssen wir mal mit Fernwaffe rangehen. Das muss auf der anderen Seite sein. Machen wir mal am besten. Die sind nämlich wirklich schlecht zu sehen. Aha. Aber ich habe sie. Ist die jetzt... Kommt die wieder zum Leben? Wird die wieder erwacht? Wird die wiederbelebt? Warte mal. Wenn nicht, muss man halt ein paar Mal... Ich brauche die Katana. Hallo. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo war das? Ach, hier oben. So, liebe Gaming-Freunde, ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Machen wir in der nächsten Folge weiter. War sehr spannend jetzt. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses, stationäre Maschinengewehr mit meiner... Fernwaffe hier besiegen kann. Das sehen wir in der nächsten Folge. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Das sind exklusive Videos. Die gibt es nur auf TikTok für euch. Bis dann, euer Nils. Ciao.